Herzlich willkommen zu einer Leseausgabe von Blattseiten auf FS1 Salzburg. Für euch im Studio in der Bergstraße Sabaha Sinanovic und für die Regie Sarah Beli Zeitlinger und an der Kamera Tschüsse Kangost. Ich möchte euch heute vorstellen den afghanischen Autor Khaled Husseini und eins seiner Bücher mit dem Titel 1000 strahlende Sonnen. Zuerst kurz etwas über den Autor, also Khaled Husseini. So schaut er aus, das ist Khaled Husseini. Er wurde 1965 in Kabul in Afghanistan geboren, als Sohn eines Diplomaten. Seine Familie erhielt 1980 in den Vereinigten Staaten politisches Asyl. Er lebt heute als Arzt und Autor in Kalifornien. Sein Roman Drachenläufer ist einigen von euch vielleicht bekannt. Der ist in 40 Sprachen erschienen und hatte eine Auflage von 7 Millionen Exemplaren weltweit. 2007 wurde der Drachenläufer auch verfilmt von Mark Foster. Also Khaled Husseini, eben aus Afghanistan stammend und lebt heute in den USA. Sein zweiter Roman, also 1000 strahlende Sonnen, ist eine Geschichte über eine Frauenfreundschaft. Mariam ist 15 Jahre alt, als sie aus der Provinz nach Kabul geschickt und mit dem 30 Jahre älteren Schuhmacher Rashid verheiratet wird. Jahre später kommt die Familie der Nachbarstochter Laila bei einem Bombenangriff ums Leben. Laila bleibt keine Wahl, sie wird Rashids Zweitfrau. Das anfängliche Misstrauen zwischen Mariam und Laila weicht einer tiefen Freundschaft. Bald wehren sie sich gemeinsam gegen Rashids Brutalität. Während der Taliban-Herrschaft überstehen sie die Bombardierungen, Hunger und physische Gewalt und ihre Stärke wächst ins Übermenschliche. Ich möchte euch jetzt eben drei Stellen aus dem Roman vorlesen. So, ich beginne mit dem ersten Kapitel. Mariam war 5, als sie zum ersten Mal das Wort Harami hörte. Es war an einem Donnerstag, zweifelsohne, denn Mariam erinnerte sich, dass sie aufgeregt und mit ihren Gedanken woanders gewesen war, wie immer an Donnerstagen, wenn Jalil in der Kolba zu Besuch kam. Sie sehnte sich danach, ihn endlich im kniehohen Gras der Lichtung winkend näher kommen zu sehen und hatte, um sich die Zeit zu vertreiben, das Teeservice aus dem Schrank geholt. Für ihre Mutter, Nana, war das Teeservice das einzige Andenken an die eigene Mutter, die 2 Jahre nach Nanas Geburt gestorben war. Nana hielt jedes Einzelteil aus blauem und weißem Porzellan in Ehren. Die Kanne mit der elegant geschwungenen Tülle, den handgemalten Finken und Chrysanthemen und das Zuckerschälchen mit dem Drachen, der böse Geister fernhalten sollte. Ausgerechnet dieses Zuckerschälchen glitt Mariam aus der Hand, fiel auf die Holzdielen der Kolba und zersprang in 1000 Stücke. Als Nana die Scherben sah, verfärbte sich ihr Gesicht dunkelrot. Die Unterlippe bebte und die Augen, das Lidlahme ebenso wie das Gesunde, trafen Mariam mit hartem, starrem Blick. Sie war so wütend, dass Mariam fürchtete, der Djinn würde wieder Besitz von ihr ergreifen. Doch der Djinn kam nicht, diesmal nicht. Stattdessen packte Nana Mariam bei den Händen, zog sie nah zu sich heran und stieß zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. »Du ungeschickter kleiner Harami! Das ist wohl der Dank für das, was ich alles ertragen musste. Zerbrichst mir mein Erbe, du ungeschickter kleiner Harami!« Damals verstand Mariam nicht. Sie wusste weder, was Harami bedeutete, noch war sie alt genug zu begreifen, wie ungerecht der Vorwurf war, denn schließlich hatten sich die Erzeuger schuldig gemacht und nicht der Harami, der Bankert, dessen einziges Vergehen darin bestand, auf die Welt gekommen zu sein. Der Tonfall ihrer Mutter ließ allerdings vermuten, dass ein Harami etwas Hässliches, Widerwärtiges war, so etwas wie ein Insekt, wie die krabbelnden Kakerlaken, die Nana immer fluchend aus der Kolba fegte. Später konnte sich Mariam sehr wohl einen Begriff davon machen. Die Art, in der Nana das Wort aussprach oder vielmehr ausspuckte, ließ Mariam den Stachel spüren, der darin steckte. Sie verstand nun, was Nana meinte, dass nämlich ein Harami etwas Unerwünschtes ist, dass sie, Mariam, als uneheliches Kind nie einen Anspruch auf das haben würde, was für andere ganz selbstverständlich war. Dinge wie Liebe, Familie, ein Zuhause und Anerkennung. Jalil beschimpfte Mariam nie mit diesem Namen.
Jalil nannte sie seine kleine Blume. Es gefiel ihm, sie auf dem Schoß zu setzen und ihr Geschichten zu erzählen, wie zuletzt von Herat, der Stadt, in der Mariam 1959 zur Welt gekommen war. Sie sei, so hatte er gesagt, die Wiege der persischen Kultur, die Wohnstätte der Schriftsteller, Maler und Sufis. Man kann dort kein Bein ausstrecken, ohne dabei einem Dichter in den Hintern zu treten, hatte er lachend gesagt. Jalil erzählte ihr auch die Geschichte der Königin Gauhar Shad, die im 15. Jahrhundert die berühmten Minarette zum Zeichen ihrer Liebe zu Herat hatte errichten lassen. Er beschrieb ihr die grünen Weizenfelder von Herat, die Obsthaine, die Weinstöcke voll reifer Trauben und das Gewimmel in den überdachten Basaren. Da gibt es einen Pistazienbaum, sagte er einmal, und darunter, Mariamju, liegt kein anderer als der große Dichter Jami begraben. Er beugte sich über sie und flüsterte, Jami lebte vor über 500 Jahren, wirklich wahr. Ich habe dich einmal zu dem Baum hingeführt, du warst noch klein. Du wirst dich nicht erinnern. Nein, Mariam erinnerte sich nicht. Und obwohl sie die ersten 15 Jahre ihres Lebens ganz in der Nähe von Herat wohnte, bekam sie den berühmten Baum nie zu Gesicht. Sie sah auch nie die berühmten Minarette von nahem. Noch pflückte sie jemals eine Frucht von einem der Bäume in Herats Obsthainen oder wanderte durch die Weizenfelder. Wenn aber Jalil davon erzählte, hörte Mariam immer wieder wie verzaubert zu. Sie bewunderte ihn dafür, dass er so viel wusste von der Welt, und es machte sie sehr stolz, einen solchen Vater zu haben. Nichts als Lügen, sagte Nana, als Jalil gegangen war. Reiche Männer lügen üppig. Er hat dich nie zu irgendeinem Baum hingeführt. Lass dich nicht kirre machen von ihm. Er hat uns betrogen, dein lieber Vater. Er hat uns vor die Tür gesetzt, aus seinem großen, vornehmen Haus geworfen, als wären wir nichts für ihn. Es war ihm ein Vergnügen, uns loszuwerden. Wenn Nana schimpfte, hörte Mariam immer brav zu. Sie wagte nicht zu sagen, dass sie es nicht mochte, wenn ihre Mutter über Jalil herzog. Im Beisein von Jalil kam sich Mariam nämlich nie wie ein Harami vor. Wenn er donnerstags kam, immer lächelnd, mit Geschenken und Aufmerksamkeiten, hatte Mariam für eine oder zwei Stunden das Gefühl, an der Schönheit und an den Schätzen des Lebens teilhaben zu dürfen. Dafür liebte sie Jalil. Dass sie ihn mit anderen teilen musste, tat ihrer Liebe keinen Abbruch. Jalil hatte 3 Frauen und 9 Kinder, 9 eheliche Kinder. Für Mariam waren sie allesamt Fremde. Jalil zählte zu den wohlhabenden Männern Herats. Er betrieb ein Kino, das Mariam nie gesehen hatte, aber auf ihr Drängen hin hatte Jalil es ihr beschrieben. Und so wusste sie, dass es eine Fassade aus blauen und sandfarbenen Terrakottakacheln hatte, Logenplätze und eine mit Kattun verkleidete Decke. Doppelflügelige Schwingtüren öffneten sich in ein gefliestes Foyer, wo in Glasvitrinen Poster von Hindi-Filmen ausgestellt waren. Dienstags, sagte Jalil einmal, bekämen Kinder am Eintrittskartenschalter Eiscreme spendiert. Nana verzog das Gesicht, als er das sagte. Sie wartete, bis er die Kolba verlassen hatte, feixte dann und sagte, »Kinder von Fremden kriegen Eis, und was bekommst du, Mariam?« »Geschichten über Eiscreme.« Außer dem Kino besaß Jalil auch Ländereien in Karkoch und in Farhach, 3 Teppichhandlungen, einen Tuchladen und einen alten 1956er Buick Roadmaster. Er unterhielt beste Beziehungen, war sowohl mit dem Bürgermeister von Herat als auch mit dem Provinzgouverneur befreundet. Er hatte einen Koch, einen Chauffeur und 3 Hausangestellte. Nana war auch einmal eine seiner Angestellten gewesen, bis schließlich ihr Bauch rund wurde. Als das passierte, sagte Nana, sei sie bei all dem Gerede über Jalils Familie die Luft in Herat sehr knapp geworden. Seine Schwäger schworen, Blut fließen zu lassen, während seine Frauen verlangten, dass er sie aus dem Haus warf. Sogar ihr eigener Vater, der in dem nahegelegenen Dorf Gul, der Mann, ein kleines Steinmetzhandwerk betrieb, verstieß sie, weil er ebenfalls in Ungnade gefallen war. Packte er seine Sachen, bestieg einen Bus, der Richtung Iran fuhr, und war seitdem spurlos verschwunden. Manchmal, sagte Nana eines frühen Morgens, als sie die Hühner vor der Kolba fütterte, manchmal wünschte ich, mein Vater hätte den Mumm gehabt, eines seiner Messer zu wetzen und der Ehre Genüge zu tun. Es wäre womöglich besser für mich gewesen. Sie warf eine weitere Handvoll Körner ins Gehege, hielt plötzlich inne und schaute Mariam an. Besser auch für dich vielleicht. Dir wäre der Kummer erspart geblieben, zu wissen, was du bist. Aber er war ein Feigling, mein Vater.
Es fehlte ihm einfach an Deal. Auch Jalil habe keinen Deal, sagte Nana. Nicht den Mut zu tun, was die Ehre verlangte, seiner Familie, seinen Frauen und Schwägern gegenüber aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Stattdessen war hinter verschlossenen Türen und in aller Schnelle ein Abkommen getroffen worden, das sein Gesicht wahren sollte. Am nächsten Tag hatte er sie aufgefordert, ihre Sachen aus der Dienstbotenwohnung zu holen und weggeschickt. Weißt du, was er seinen Frauen zu seiner Entschuldigung gesagt hat? Dass ich mich ihm aufgedrängt hätte, dass es meine Schuld gewesen wäre. Didi, verstehst du? Verstehst du, was es bedeutet, in dieser Welt eine Frau zu sein? Nana setzte die Schale mit dem Hühnerfutter ab. Sie streckte die Hand aus und hob Mariams Kinn in die Höhe. Schau mich an, Mariam. Mariam gehorchte widerstrebend. Lass dir das eine Lehre sein, meine Tochter, sagte Nana. So wie eine Kompassnadel immer nach Norden zeigt, wird der anklagende Finger eines Mannes immer eine Frau finden. Immer. Denk daran, Mariam. Er war ein hagerer, vorn übergebeugter alter Mann mit zahnlosem Lächeln und einem weißen Bart, der ihm bis zum Nabel reichte. Für gewöhnlich kam er allein, manchmal aber auch in Begleitung seines Sohnes Hamza, der ein paar Jahre älter war als Mariam und rotblondes Haar hatte. Wenn Mullah Faisullah die Kolba betrat, küsste Mariam ihm die Hand, die sich unter ihren Lippen anfühlte wie ein mit dünnem Papier bezogenes Bündel Zweige. Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn, bevor sie am Tisch Platz nahmen und mit der Lektion begannen. Danach setzten sie sich vor die Hütte, knabberten Pinienkerne, tranken grünen Tee und beobachteten die vom Baum zu Baum schwirrenden Bülbül. Manchmal spazierten sie über das bronzefarbene Laub, vorbei an den Erlenbüschen und den Fluss entlang auf die Berge zu. Unterwegs befingerte er die Perlen seines Tasbech-Rosenkranzes und erzählte Mariam mit zitternder Stimme aus seiner Jugend von der zweiköpfigen Schlange, die er im iranischen Isfahan auf der Brücke mit ihren 32 Bögen entdeckt hatte, oder von der Wassermelone, die er vor der blauen Moschee in Mazar aufgeschnitten und die Samenkörner darin so vorgefunden hatte, dass sie auf der einen Seite das Wort Allah bildeten und auf der anderen Seite das Wort Akbar. Mullah Faisullah gab Mariam gegenüber zu, dass er den Sinn der arabischen Worte im Koran nicht verstehe, wohl aber ihren Klang zu schätzen wisse. Er sagte, sie trösteten ihn und erleichterten sein Herz. Auch dich werden sie trösten, Mariam Jo, sagte er. Du kannst sie aufrufen, wenn du Kummer hast, und du wirst nicht enttäuscht sein, denn Gottes Worte täuschen nie, mein Mädchen. Mullah Faisullah konnte nicht nur gut erzählen, sondern auch zuhören. Wenn Mariam redete, war er immer ganz Ohr. Er wiegte dabei langsam den Kopf, lächelte und zeigte sich so dankbar, als würde ihm ein großes Privileg gewährt. Ihm konnte Mariam bedenkenlos anvertrauen, dass sie Nana nicht zu sagen gewagt hätte. Eines Tages, als sie wieder einmal spazieren gingen, sagte Mariam, dass sie sich wünschte, die Schule besuchen zu dürfen. Ich meine, eine wirkliche Schule. Akut Sahib, in einem Klassenzimmer, wie auch die anderen Kinder meines Vaters. Mullah Faisullah blieb stehen. Zwei Wochen zuvor hatte Bibi Jo berichtet, Jalils Töchter Saideh und Nahid seien von einer Mehri-Schule für Mädchen in Herat aufgenommen worden. Seither spuckten Bilder von Schulbänken und Lehrern durch Mariams Kopf, Bilder von Heften mit linierten Seiten, Spalten voller Zahlen und Tinte, die dunkle Zeichen auf dem Papier hinterließ. Sie malte sich aus, mit anderen Mädchen ihres Alters in einem Klassenzimmer zu sitzen und sehnte sich danach, ein Lineal aufs Heft zu legen und wichtig aussehende Zeilen unterstreichen zu können. »Ist dir das ein ernster Wunsch?«, fragte Mullah Faisullah und betrachtete sie mit seinen sanften, wässrigen Augen. Er hatte die Hände hinter dem krummen Rücken verschränkt und der Schatten seines Turbans fiel auf einen Flecken leuchtender Butterblumen. »Ja«, und jetzt willst du, dass ich deine Mutter um Erlaubnis bitte, nicht wahr? Mariam lächelte, aber Jalil gab es, wie sie dachte, keinen Menschen auf der Welt, der sie so gut verstand wie ihr alter Lehrer. Was bliebe mir also anderes übrig? Gott in seiner Weisheit hat jedem von uns Schwächen mit auf den Weg gegeben. Und die größte meiner vielen Schwächen ist, dass ich dir, Mariam Jo, nichts ausschlagen kann, erwiderte er und tippte ihr mit einem giftigen Finger auf die Wange. Doch als er sich später an Nana wandte, ließ diese das Messer fallen, mit dem sie gerade Zwiebeln schnitt, und fragte, wozu? Lass das Mädchen lernen, wenn es das möchte. Gib ihr die Chance auf eine Ausbildung, meine Teure.
Lernen was denn, Mulla Sahib? Entgegnete Nana in scharfem Tonfall. Was gäbe es da zu lernen? Sie warf ihrer Tochter einen grimmigen Blick zu. Mariam schaute zu Boden. Was für einen Sinn hätte es, ein Mädchen wie dich zu unterrichten? Genauso gut könnte man einen Spucknapf polieren. Außerdem kann man in diesen Lehranstalt nichts lernen, was von Wert wäre. Es gibt nur eines, was Frauen wie wir in diesem Leben können müssen. Und das bekommt man nicht in der Schule beigebracht. Sieh mich an. Du solltest so nicht mit ihr reden, mein Kind, sagte Mulla Faisula. Sieh mich an. Mariam gehorchte. Nur eines muss sie können, und das ist Tahammul, aushalten. Aushalten? Was denn, Nana? Ach, machen Sie sich mal darüber keine Sorgen, antwortete Nana. Da fände sich einiges, und das nicht so knapp. Und dann beschwerte sie sich darüber, von Jalils Frauen als hässliche, armselige Steinmetztochter beschimpft worden zu sein. Oder wie man sie gezwungen habe, bei Frost Wäsche zu waschen, bis ihr das Gesicht abgefroren sei und die Fingerspitzen gebrannt hätten. Das ist unser Los, Mariam. Das Los von Frauen wie uns. Wir müssen aushalten. Mehr ist nicht drin, verstanden? Außerdem würden sie dich in der Schule doch nur auslachen. Glaub mir, sie würden dich einen Harami nennen und die hässlichsten Dinge über dich sagen. Das lasse ich nicht zu. Mariam nickte. Von Schule will ich nichts mehr hören. Du bist alles, was ich habe. Dich will ich nicht an die anderen verlieren. Sieh mich an, kein Wort mehr über die Schule. Sei vernünftig, ich bitte dich, wenn ein Mädchen den Wunsch hat und sie, Akut Sahib, bei allem Respekt, sie sollten sich hüten, ihr solche Flausen einzureden. Wenn ihnen wirklich an ihr gelegen ist, sollten sie ihr klar machen, dass sie hierher gehört, zu ihrer Mutter. Da draußen ist nichts für sie zu holen, nichts außer Ablehnung und Schmerz. Ich weiß, wovon ich spreche. Akut Sahib, ich weiß es. Es war der mit Abstand heißeste Tag des Jahres. Die Stadt wie gelähmt von der drückenden Hitze, die sich zwischen den Bergen aufgestaut hatte. Seit Jahren gab es keinen Strom mehr. Die elektrischen Ventilatoren standen still, fast wie zum Hohn. Laila lag reglos und mit durchgeschwitzter Bluse auf der Couch im Wohnzimmer. Beim Ausatmen streifte heiße Luft die Nasenspitze. Die Eltern waren, wie sie hörte, in Mamis Zimmer und diskutierten miteinander. In der letzten und vorletzten Nacht war sie von ihren Stimmen geweckt worden. Seit der Querschläger ein weiteres Loch in die Außenpforte gerissen hatte, sprachen sie täglich miteinander. Draußen dröhnte fernes Artilleriefeuer, gefolgt von hämmernden Gewehrsalben aus der Nähe. Auch in Laila herrschte Krieg. Zwischen Schuld und Scham auf der einen und der Überzeugung auf der anderen Seite, dass es keine Sünde war, was sie und Tariq getan hatten, dass es vielmehr ganz natürlich, gut und schön war. Ja, sogar unausweichlich, angetrieben von dem Wissen, dass sie sich womöglich nie wieder sehen würden. Laila drehte sich auf die Seite und versuchte, ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Über ihr am Boden liegend und den Kopf an ihre Stirn geneigt, hatte Tariq etwas gekeucht. War es, tue ich dir weh oder tut es weh? Laila wusste nicht mehr, ob es die oder die andere Wendung war. Es war erst 2 Wochen fort und schon verwischten sich die Erinnerungen. Laila konzentrierte sich. Was genau hatte er gesagt? Es war ihr plötzlich überaus wichtig. Laila schloss die Augen und dachte angestrengt nach. Mit der Zeit würde sich die Kraft für solche Versuche erschöpfen. Es würde ihr zunehmend schwerfallen, heraufzubeschwören und wiederzubeleben, was längst verloren war. Irgendwann, in ein paar Jahren vielleicht, würde sie seinen Verlust nicht länger beklagen. Jedenfalls nicht mehr so untröstlich. Die Erinnerungen würden verblassen. Und wenn auf der Straße eine Mutter ihr Kind bei Tariqs Namen riefe, würde sie davon nicht mehr aus der Fassung gebracht werden. Sie würde ihn nicht mehr so sehr vermissen wie jetzt, da sie der Kummer über seine Abwesenheit ständig begleitete, wie der Phantomschmerz in einem amputierten Glied. Es sei denn, die Erinnerungen an jenen Nachmittag zu zweit würden plötzlich und überraschend wieder lebendig, ausgelöst durch irgendeinen Umstand oder irgendeine Tätigkeit vielleicht, wenn sie ein Hemd bügelte oder ihre Kinder auf einer Schaukel anstieße, dann wäre womöglich alles wieder da. Die Spontanität ihres Tuns, ihre erstaunliche Unvorsichtigkeit, ihre Unbeholfenheit, der Schmerz, die Wonne und die Traurigkeit darin, die Hitze ihrer aneinander geschmiegten Körper. Die Erinnerungen würden sie überschwemmen und ihren Atem stocken lassen. Aber auch solche Momente würden vergehen.
Zurück blieben allenfalls Mattigkeit und ein vages Gefühl von Nervosität. Sie glaubte, dass er gesagt hatte, tu ich dir weh. Ja, so war es. Laila war froh, dass sie sich erinnerte. Plötzlich rief Barbie nach ihr und forderte sie auf, schnell nach oben zu kommen. Sie ist einverstanden, sagte er, und seine Stimme zitterte vor Erregung. Wir wandern aus, Laila. Alle drei. Wir verlassen Kabul. Zu dritt saßen sie in Mamis Zimmer auf dem Bett. Draußen flogen Raketen durch den Himmel. Die Kämpfe zwischen Hekmatyars und Massouds Truppen nahmen kein Ende. Laila ahnte, dass es ihr irgendwo in der Stadt wieder Tote gab und schwarze Rauchwolken über zersprengten Häusern aufstiegen. Es liegen wieder Leichen auf den Straßen. Manche würden geborgen, andere nicht. Die Hunde in Kabul waren auf den Geschmack gekommen und würden sich an den Toten weiden. Gleichzeitig drängte es Laila hinaus auf die Straßen. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Es kostete sie Überwindung, stillsitzen zu bleiben und nicht vor Freude zu kreischen. Barbie sagte, dass sie zuerst nach Pakistan gehen würden, um dort Visa zu beantragen. Pakistan, wo auch Tariq noch sein musste. Er war erst vor 17 Tagen gefahren. Wenn sich Mami bloß eher entschieden hätte, wären sie womöglich gemeinsam aufgebrochen. Sie könnte jetzt bei ihm sein. Sei es drum. In Peshawar angekommen, würde Laila nach Tariq und seinen Eltern suchen. Sie wären bestimmt noch dort, damit beschäftigt, ihre Ausreise zu organisieren. Und dann, wer weiß, Europa, Amerika, vielleicht, wie Barbie immer sagte, irgendwo am Meer. Mami lehnte am Kopf des Bettes. Ihre Augen waren geschwollen. Sie zupfte sich an den Haaren. 3 Tage zuvor war Laila, um frische Luft zu schnappen, nach draußen gegangen. Sie hatte neben der Außenpforte gestanden, als es plötzlich krachte und ein Geschoss an ihrem rechten Ohr vorbeiflog, aufprallte und Holzsplitter aufwirbeln ließ. Nach Gittis Tod, zahllosen Feuergefechten und Raketeneinschlägen war es dieses eine runde Loch in der Pforte unmittelbar neben der Stelle, wo Laila gestanden hatte, das Mami endlich wachgerüttelt und ihr vor Augen geführt hatte, wie sehr ihr einzig verbliebenes Kind von diesem Krieg bedroht war. Von den Fotos an den Wänden lächelten Ahmad und Noor herab. Laila sah, wie die Augen ihrer Mutter schuldbewusst von einem Bild zum anderen sprangen. Es schien fast, als erflehte sie das Einverständnis ihrer toten Söhne, deren Segen und Vergebung. »Hier kann uns nichts mehr halten«, sagte Barbie. »Unsere Söhne sind gefallen, aber wir haben immer noch Laila. Wir haben noch uns, Fariba. Fangen wir ein neues Leben an.« Barbie beugte sich zur Seite, um die Hand seiner Frau zu ergreifen. Mami ließ es zu. Sie gab ihm nach. Die beiden hielten sich bei der Hand, dann rückte Barbie näher und schloss sie in die Arme. Mami legte ihren Kopf auf seine Schulter und hielt sich an seinem Hemd fest. In dieser Nacht war Laila zu aufgewühlt, um die Augen zu schließen. Sie lag im Bett und beobachtete am Horizont den gespenstischen Feuerschein explodierender Granaten. Doch trotz ihrer Erregung und des Grollens der Geschütze in der Ferne schlief sie irgendwann ein und träumte. Sie sitzen am Meeresstrand auf einer Steppdecke. Der Himmel ist verhangen und es weht ein kühler Wind. Doch neben Tariq und unter der Decke, die sie sich über die Schultern geworfen haben, fühlte sie sich wohlig warm. Sie sieht Autos hinter einem weiß gestrichenen Zaun parken. Darüber erheben sich Palmen, die im Wind schaukeln. Der Wind lässt ihre Augen tränen, bläst Sand in die Schuhe und treibt Büschel abgestorbener Gräser von Düne zu Düne. In der Ferne ziehen Segelboote vorüber. Möwen schwirren schreiend durch die Luft. Dann glaubt sie, Musik zu hören und erinnert sich an ein Lied, das ihr Barbie vor Jahren beigebracht hat. Sie erzählt Tariq von diesem Lied, in dem vom singenden Sand die Rede ist. Er wischt sich Sandkörner von der Stirn, sie sieht den Ring an seinen Finger. Sie selbst trägt das Gegenstück. Es ist aus Gold und ringsum ziseliert. Tatsächlich, sagt sie, was da klingt, ist die Reibung der Sandkörnchen aneinander. Hör mal. Er lauscht, er zieht die Stirn kraus. Sie warten, sie hören es wieder. Bei leichtem Wind ist es ein Seufzen, das, wenn der Wind zunimmt, zu einem heulen und schrillen Chorus anschwillt. Barbie sagte, dass nur mitgenommen werden solle, was absolut notwendig sei. Alles andere müsse verkauft werden. Von dem Erlös können wir in Peshawar leben, bis ich Arbeit gefunden habe. Während der nächsten 2 Tage trugen sie zusammen, was entbehrt werden konnte und für den Verkauf bestimmt war. In ihrem Zimmer sortierte Laila alte Kleidungsstücke, Schuhe, Bücher und Spielzeug aus. Unter ihrem Bett fand sie die kleine gelbe Glaskuh, die sie in der 5. Klasse von Hasnia bekommen hatte.
Außerdem waren da ein kleiner Fußball als Schlüsselanhänger, ein Geschenk von Gitti, ein kleines hölzernes Zebra auf Rädern, ein aus Ton gebrannter Astronaut, den sie und Tarek im Straßengraben gefunden hatten. Sie war damals 6 und er 8 Jahre alt gewesen. Es hatte Streit darüber gegeben, wer von ihnen der eigentliche Finder war. Auch Mami machte sich an die Arbeit, doch ihre Bewegungen waren träge und zögerlich, ihre Augen glanzlos und der Blick nach innen gekehrt. Sie packte ihr gutes Geschirr zusammen, ihre Servietten, den gesamten Schmuck bis auf den Ehering und einen Großteil ihrer alten Kleider. »Das willst du doch nicht etwa verkaufen, oder?«, sagte Laila und hob Mamis Hochzeitskleid in die Höhe. Es fiel ihr in Kaskaden auf den Schoß. Sie berührte die Spitze und Schleife am Halsausschnitt, die mit der Hand aufgestickten Perlen an den Ärmeln. Achselzuckend nahm Mami ihr das Kleid ab und schleuderte es brüsk zu den anderen ausrangierten Sachen. Als würde sie sich mit einem Ruck von einem Verband befreien, dachte Laila. Barbie hatte die schmerzlichste Aufgabe zu erledigen. Laila fand ihn in seinem Arbeitszimmer. Mit wehmütigem Blick betrachtete er seine Bücher in den Regalen. Er trug ein T-Shirt aus zweiter Hand. Darauf abgebildet war die rote Hängebrücke von San Francisco, eingetaucht in dichten Nebel, der aus weiß schäumendem Wasser in der Tiefe aufstieg. »Du kennst die Frage«, sagte er. »Welche Bücher soll man auf eine einsame Insel mitnehmen, wenn man sich nur 5 auswählen darf?« »Dass auch ich einmal vor diesem Problem stehen würde, hätte ich mir nicht träumen lassen.« »Du wirst mit einer neuen Sammlung anfangen, Barbie.« Er lächelte traurig. »Ich kann kaum glauben, Kabul hinter mir zurückzulassen. Ich bin hier zur Schule gegangen, war selbst Lehrer in dieser Stadt und bin hier Vater geworden. Es ist eine seltsame Vorstellung, demnächst unter dem Himmel einer anderen Stadt zu schlafen. Auch für mich. Mir gehen schon den ganzen Tag 2 Zeilen aus einem Gedicht über Kabul durch den Kopf. Es stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde von Saib-e-Tabrizi geschrieben. Ich konnte einmal das ganze Gedicht auswendig aufsagen, kann mich jetzt aber nur noch an diese beiden Zeilen erinnern. Nicht zu zählen sind die Monde, die auf ihren Dächern schimmern, noch die 1000 strahlenden Sonnen, die verborgen hinter Mauern stecken. Laila blickte auf und sah ihn weinen. Sie legte ihren Arm um seine Taille. »Oh, Barbie, irgendwann kehren wir zurück, wenn dieser Krieg vorbei ist. Dann sind wir wieder hier, inshallah, du wirst sehen.« Das waren jetzt die 3 Stellen aus dem Buch 1000 strahlende Sonnen von Khaled Hosseini, die ich euch vorlesen wollte. Das war jetzt auch schon das Blattseiten, also die Blattseiten-Leseausgabe. Bleibt beim FS1 und es verabschiedet sich aus dem Studio in der Bergstraße Sabaha Sinanovic und für die Regie die Sarah Beli Zeitlinger und an der Kamera die... Lass ich nochmal schauen, dass ich die richtig, die Chuse Kongost. Genau. Also vielen Dank an meine Kolleginnen und bis zum nächsten Mal und bleibt beim FS1.